Der Jagdpanzer Kürassier ist eine österreichische Entwicklung, die den Bedarf des Bundesheeres nach einem leicht gepanzerten, sehr beweglichen und sehr kampfkräftigen, feuerkräftigen Fahrzeug zur Panzerabwehr abdecken sollte. Ab 1963 entstand die Idee eines österreichischen Jagdpanzers. Auf Basis des Schützenpanzers Saurer wurde das Fahrgestell verlängert, der Motor nach hinten verlegt, um Platz für einen Turm zu schaffen, und der Turm des Jagdpanzers AMX-13 aus Frankreich mit einer 105mm Panzerkanone aufgesetzt. Ab 1971 werden 115 Fahrzeuge mit dem französischen Turm gebaut. Nunmehr heißen sie Jagdpanzer Kürassier. Danach wird ein österreichischer Turm entwickelt, der sogenannte Föst 1 und Föst 2 Turm. Der ist nicht mehr gegossen, sondern geschweißt, und er bietet geringfügig mehr Platz für die Besatzung. Der Turm besteht aus einem unteren Dreh- und einem oberen Kippteil. Der Kippteil nimmt die Panzerkanone auf, und links und rechts der Kanone befinden sich zwei Ladetrommeln. Diese werden mechanisch angetrieben über eine Kurbel, und über einen Ansetzer wird das Geschoss dann in die Panzerkanone, in den Laderaum befördert. Oben auf dem Kippteil wurde auch der Laserentfernungsmesser aufgesetzt, und auf diesen Laserkasten wird der Zielscheinwerfer für den Nachtkampf aufgesetzt. Ursprünglich wurden 284 Fahrzeuge dieses Typs so produziert. Ab 1990 werden 172 Fahrzeuge des Bundesheeres mit einem Automatikgetriebe nachgerüstet, und auf das Rohr wird vorne eine neue Mündungsbremse aufgesetzt. Diese neue Mündungsbremse ermöglicht jetzt den Verschuss moderner Pfeilmunition, und Verstaukörbe links und rechts geben der Besatzung mehr Platz für ihre Ausrüstung. Der Zielscheinwerfer, der wird vom Turmdach parallel zur Kanone gesetzt, um die Silhouette zu verkleinern. So heißt das neue Fahrzeug dann Kürassier A1. Die Besatzung des Kürassier besteht aus drei Soldaten. Dem Panzerkommandanten, der führt das Fahrzeug, er kann den Turm übersteuern, und er muss den Laserentfernungsmesser bedienen. Gleichzeitig muss er aber auch die Panzerkanone mit dem Ladeantrieb laden. Und er kann im Bedarfsfall selbst den Feuerkampf führen. Der Richtschütze erfasst das Ziel mit dem Zielfernrohr, er richtet den Turm, damit die Panzerkanone und das Turm-MG, er feuert danach mit den Füßen ab, mit dem linken Fuß oder mit dem rechten Fuß, jeweils Kanone oder Maschinengewehr. Der Panzerfahrer, der fährt das Fahrzeug nach den Anweisungen des Kommandanten, und er ist dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug am richtigen Punkt ankommt. Dieser Jagdpanzer gehörte zur 4. Kompanie des Landwehrstammregiments 73 in Klagenfurt. Die 4. Kompanie 73 war die einzige Jagdpanzerkompanie innerhalb der Landwehr des Bundesheeres. Und als im Sommer 1991 militärische Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien ausbrachen, da wurde die 4. 73 an die Grenze zum Sicherungseinsatz beordert, unter anderem ans Tunnelportal des Karawankentunnels. Dort stand der Jagdpanzer mit der Nummer 105 direkt am Zollhaus voll aufmunitioniert und hatte den Auftrag, die vor ihm liegende Tunnelröhre zu sichern.